Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Das Wandertauschpaket hat mich wieder erreicht. Für alle, die das erste Video nicht gesehen haben, ich bin in einer Gruppe. Wir sind, ich glaube, 11 Leute zurzeit. Und wir schicken ein Paket mit Duftwachsen und Kerzen reihum. Jeder nimmt sich raus, was ihm gefällt. Er setzt es möglichst gleichwertig wieder und weiter geht's. Und das finde ich immer eine sehr spannende und lustige Angelegenheit. Und jetzt ist das Paket das zweite Mal bei mir gelandet. Wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, ich hoffe, ich denke dran, dann werde ich es euch nochmal unten verlinken. Erstmal möchte ich alle meine Mädels grüßen, die in dieser Gruppe sind. Es sind tatsächlich nur Mädels und ich lese es jetzt auch ab, damit ich niemanden vergesse. Drin in der Gruppe sind die liebe Andrea, die liebe Annika, die liebe Claudia, die liebe Franka, die liebe Jessica, die liebe Julia, die liebe Lina, die liebe Margit, die liebe Sandra und die liebe Steff. Ja, und als das Paket ankam, es war ja in der Runde 1 schon sehr schwer, ich glaube, da war es bei 12 Kilo. Jetzt sind wir schon bei 16 Kilo. Ich habe versucht, so viel wie möglich für mich zu finden und rauszuziehen. Es ist aber immer noch sehr schwer. Andrea, ich schicke es ja von mir aus an dich zurück. Vorsicht, dass du dir keinen Bruch hebst. So, und jetzt zeige ich euch aber, was ich rausgenommen habe. Einmal habe ich hier Aroma-Massageöle gefunden. Das hat also nur im weitesten Sinne was mit Duft zu tun. Ist nicht zum Düfteln, dafür zum Massieren. Fand ich toll. Mit Duft von Patchouli und Vanille. Das zweite ist Indian Rose und Mandel. Und der dritte ist Orangenblüte und Honig. Und ich dachte, wow, super. Das nehme ich mir doch. Genauso wie eine Handseife von Isana, San Ozon Sonnenduft von Rossmann. Kenne ich nicht, Seife kann man nie genug haben. Und sie wiegt so viel, dachte ich, entnehme ich die dem Paket, damit es vielleicht was leichter wird. Ich muss aber sagen, nachdem ich meine Sachen reingetan habe als Ersatz für die rausgenommenen, es ist nicht wirklich viel leichter. Ja, dann habe ich hier so ein süßes Kerzchen gefunden, komplett ohne Duft. Ich fand aber, dass es nett aussieht. Ja, und ich düftel auch gerne ungedüftete Kerzen. Also, das heißt düftel, ich brenne sie dann. Ich finde einfach, das macht ein schönes Ambiente. Ich mag Kerzenlicht super gerne. Ich fände das Gläschen ganz schön in diesem Fliederfarben mattiert. Warum denn nicht, ne? Und dann habe ich auch ein Badesalz in Warm Vanilla und Lime Blossom. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich es selber benutzen werde oder vielleicht mal an ein Geschenk dranhänge. Ich dachte nur, das klingt gut, Warm Vanilla und Lime Blossom. Nehme ich mir sehr gerne raus. So. Dann lagen auch Masken im Paket. Also eigentlich ist es ein Wachs- und Kerzenpaket, aber gerne legen auch die Leute so Goodie-Sachen rein, so typisch, und da gehören sicher auch Masken zu. Da habe ich einmal von Rossmann Fußwohl Cooling Fußmaske mit Shea Butter und Grapefruit Extrakt. Ja. Zum Runterkühlen und Pflegen der Füße im Sommer. Warum nicht, ne? Und hier habe ich nochmal zwei Masken. Das sind aber Gesichtsmasken. Da habe ich einmal Rote Tonerde und Hammermelis Tuchmaske. Und eine Green Tea Callus Mask. Ja. So, und ab jetzt gehen dann die Duftis los. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mich hat im Karton unter anderem ein Scentsy Pot angelacht. Also es ist noch einer drin. Und zwar in Appleberry. Und ich dachte, ja, warum nicht? Das ist ein sehr schöner herbstlicher roter Apfelduft. Also ich finde, es ist mehr Apfel als Beeren. Die Beeren sind lediglich so im Hintergrund begleitend dabei. Ist ein super schöner Duft. Mein Freund mag Apfeldüfte. Und ich dachte, er freut sich, wenn er für den Herbst so einen Pott für den Duftventilator im Auto bekommt. Deswegen habe ich den mir entnommen.
Dann habe ich von Bea's Wax Bakery ein komplettes Clamshell in A Cozy Fall. Und den finde ich auch sehr gut. Es ist für mich wieder so ein Apfel-Laub-Zimtduft. Richtig schön herbstlich. Ja, ich rieche Laub, ich rieche Zimt, ich rieche Apfel. Toll. Und ihr wisst, ich dürfte sowas im Herbst so gerne. Als ich das gesehen habe und dran geschnuppert habe, ich musste es mir einfach nehmen. Ich konnte nicht Nein sagen. Und dann habe ich hier von Wachsmagie A Loving Hug. Das ist so ein Herzchen-Clamshell, ein Stück fehlt. Drei sind noch drin. Und das ist ein sehr, sehr floraler Duft. Ich finde, der hat sogar was ganz leicht Beißendes. Aber vielleicht gibt sich das im warmen Zustand auch wieder. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr floraler Duft. Dann haben mich tatsächlich Scentsy Bars da drinnen schon wieder so angelacht, genau wie in Runde 1. Und ich schwöre, ich habe nicht alle Scentsy Bars rausgenommen, also da sind noch einige im Paket. Aber für die drei für mich schönsten habe ich direkt eingesackt. Das ist einmal der Habana Vieja. Ich liebe diesen Duft und der ist fast komplett voll. Ui, jetzt wollte ich ihn fallen lassen. Fast komplett voll. Das ist ein so schöner, fruchtiger Tabakduft. Für mich wie so ein sehr angenehmer Shisha-Tabak. Also ich war noch nie in einer Shisha-Bar. Aber natürlich laufe auch ich mal durch die Innenstadt und an so Dingern vorbei. Und ich finde, es ist ein sehr ähnlicher Geruch, kommt da zum Teil raus. Unglaublich schön. Ich liebe ihn. Ich habe selber noch ein halbes Bar hier. Und jetzt habe ich schon wieder Nachschub. Denn das ist für mich ein mega Sommerduft. Und ja, ich liebe ihn. Genau wie der nächste. Ich habe mich sehr gefreut, dass er drin war. Den hatte ich nämlich schon einmal und fand ihn große Klasse. Ihn gibt es leider nicht mehr. Aus der Find Your Happy Kollektion war das der Taste of Summer. Da sind noch 5 Stücke drin. Und das ist ein ziemlich krasser Eisteeduft. Sehr zitronig. Ja, also es ist so ein schwarzer Tee, kalt, mit ordentlich Zitrone drin. Finde ich super gut. Ja, ich freue mich drauf, den im Sommer dann wieder zu verdüfteln. Und der Looney Tunes Duft war drin. Und schaut mal, der war sogar komplett voll. Ich weiß gar nicht mehr, was alles drin war. Es waren mehrere Fruchtsorten drinnen, unter anderem Kirsche. Und ja, ich finde, danach riecht er auch nach einer süßen Kirsche. Künstlich, wie so ein künstliches Kirschbonbon oder ein künstlicher Kirschlolli. Aber für mich ist das auch, ne, habe ich es hier hingeschmiert, ein sehr fröhlicher Duft. So ein kindlich unbeschwerter Duft. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich das meine. Ja, ich mag den. Auch da habe ich selber noch ein halbes Bar hier. Aber ich sah ihn dann und es gibt ihn nicht mehr. Und ich dachte, oh, so ein schönes Backup. Ja, ich musste ihn mir rausnehmen. Dann habe ich noch einen Klassiker entnommen, nämlich ein Yankee Candle Tart in Vanilla Cupcake. Ein dekadenter, foodie, vanilliger Duft, den ich immer sehr mochte. Da habe ich auch 2 oder 3 Gläser schon komplett durch. Habe nichts mehr davon hier. Ja, und freue mich, dass ich jetzt zumindest ein Tart wieder habe. Und dann gab es von der Wachsmacherei You Crack the Whip Type. Und ich frage mich schon seit Tagen, also ich habe das Paket jetzt schon ein paar Tage hier, bevor ich dieses Video machen konnte, wonach er riecht. Ich weiß es nicht. Aber er riecht für mich so spannend und so interessant, dass ich ihn mir rausnehmen musste. Er ist süßlich.
Und dann sind da noch Duftnoten, die ich nicht beschreiben kann und ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Ich finde den nur so interessant und so spannend, dass ich den unbedingt mal testen wollte. Ich weiß nicht, ob der Warme mein Fall sein wird oder nicht. Aber wie gesagt, er ist allenfalls spannend. Dann habe ich noch einmal die Wachsmacherei mit Leonora Blue Type. Kann man nicht so wirklich lesen, ne? Ja, und das ist ein Waschmittel bzw. Weichspülerduft. Frisch, ein Hauch lieblich, wirklich nur ein Hauch. Aber ich dachte, mag ich ganz gerne, gerade im Badezimmer, dann riecht das immer, als hätte man frische Wäsche zum Trocknen aufgehangen. Nur, dass eben keine Wäsche rumfliegt irgendwo. Ja, mag ich eigentlich hin und wieder recht gerne. Von Iceflower den Buzz Unstoppable Washing Powder. Das soll wohl ein amerikanisches Waschmittel sein. Ist übrigens auch noch komplett voll. Und den hatte ich jetzt schon mehrfach. Und ich finde, der riecht, als hätte man tatsächlich einen Wäscheduft genommen und hätte da ein bisschen Brause drunter gemischt. Also für mich hat der so einen, ja, leicht brausigen Einschlag. Ich frage mich, ob dieses Waschmittel tatsächlich genauso riecht. Ja, der hat für mich was süß-brausiges in der frischen Wäsche. Klingt verrückt, aber so nimmt meine Nase das wahr. Dann habe ich hier noch so ein Maxi-Teelicht von Woodwick. Und ihr seht schon, komplett neu mit Knisterdocht in Apple Basket. Für mich ist das kein Apfelkorb, weil das ist für mich ein künstlicher Apfel und keineswegs ein authentischer. Für mich riecht der eher so in die Richtung gehend wie ein Apfelshampoo. Mich erinnert das an Kindheit und Apfelshampoo. Also in den 70er Jahren, ich glaube in den 80ern auch noch, aber für mich war es halt der letzte Schuss der 70er Jahre. Ich habe das als Kind geliebt. Ich habe meine Mutter immer bedrängt, kauf Apfelshampoo, weil ich das so toll fand. Und kalt erinnert mich dieser Duft daran. Ich weiß nicht, wie er warm sein wird. Ich habe ihn noch nie gehabt, aber ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Von Goose Creek habe ich einen Clamshell Staying Home. Da habe ich zugegebenermaßen auch das Glas von, aber das ist ja halb leer. Und das Clamshell ist komplett voll. Ein super schöner Kuschelduft, sehr, sehr sandelholzlastig. Also das ist definitiv die stärkste Komponente da drin. Und er hat so was kuschelig Gemütliches. Durch das Sandelholz ist er auch leicht parfümig, wenn man ihn erwärmt. Aber auf so eine schöne, kuschelig, gemütliche Art und Weise, finde ich, ist für mich ein Herbst-Winterduft. Man muss also noch was liegen bleiben, bis ich ihn düftel. Aber dann freue ich mich darauf. Von Colonial Candle, ebenfalls komplett voll ein Clamshell, Mahagoni Leather. Also Mahagoniholz und Leder. Und ich mag ja ledrige Düfte ganz gerne, nicht täglich. Ich kann das auch nicht jeden Tag haben. Aber schon, oh, der Duft kommt schon. Aber hin und wieder schon. Und ich finde, dass er hier noch nicht mal eine Echtledernote hat, sondern eher so eine Wildledernote. So wie gebürstetes Wildleder. Und dahinter ist sowas krass Holziges. Mega. Denke, dass ich den noch warm mögen werde, auch wenn ich ihn noch nie hatte und es nicht weiß. So, dann habe ich hier einen Beutel, da steht drauf Goodie, sprich den soll ich nicht ersetzen. Yankee Candle Lavender Vanilla. So, und das ist, ich glaube, so ein riesen Gummibär, die Hälfte davon. Ja, und ist halt ein schöner Lavendel-Vanille-Duft. Ne? Da habe ich auch das Glas von. Und jetzt habe ich halt nochmal einen riesen Wachsklumpen.
Ich finde den Lavender Vanilla von Goose Creek noch einen Tacken schöner. Aber den von Yankee kann man auch super gut verdüfteln. Also wenn man auf Lavendel Vanilla steht. Dann habe ich hier zwei Clamshells von Crossroads. Einmal Eucalyptus Mint mit noch drei Stücken drin, also halb voll. Und das riecht nach Eucalyptus Minz. Ein schöner, frischer, klarer Duft. Nicht zu ätherisch. Ich finde beide Komponenten gut ausgewogen. Es ist nicht, dass ich nur Eukalyptus oder nur Minze rieche. Es ist schön ausgeglichen. So ein schöner, frischer, belebender Duft. Mag ich. Der zweite von Crossroads war Lemongrass und Lavender. Ebenfalls halb voll mit drei Stücken. Und normalerweise bin ich kein Fan von Lemon Lavender und auch nicht von Lemongrass Lavender. Habe ich alles schon getestet. Und als ich ihn rauszog aus dem Paket und dran roch, also, oder bevor ich dran roch, dachte ich auch, na, der ist nichts für mich. Aber ich finde, dass der eine stärkere Lavendelnote hat als die, die ich bisher getestet habe. Also Lemongrass ist definitiv voll da. Das rieche ich auch. Aber ich habe das Gefühl, dass ich den Lavendel dahinter auch gut wahrnehme. Und dass das Ganze so ein bisschen cremig ist. Und dann dachte ich, na, vielleicht kann der für mich ja doch funktionieren. Ich möchte es auf jeden Fall ausprobieren. Und deswegen habe ich mir den genommen. Dann ein Clamshell von Country Candle, der Somerset. Obwohl das Bild jetzt nicht so sommerlich aussieht. Ne? Also der Baum hat nicht so wirklich viele Blätter. Auch halb voll mit drei Stücken. Das ist für mich ein schöner, cremiger und tatsächlich sommerlich parfümiger Duft. Kalt riecht er gar nicht so parfümig. Ich hatte ihn aber schon ein paar Mal und ich finde, warm kommt da schon eine parfümige Note durch. Aber für mich sehr angenehm und cremig dabei. Ich glaube, da sind die diversesten Pflänzchen drinnen. Und es ist wieder so diese Gesamtkomposition. Ach, ich mag diesen Duft. Der ist ein wenig lieblich. Und ich finde sehr, sehr schön. Für Weihnachten habe ich mir von Country Candle ein Daylight mitgenommen. Home for Christmas. Abgebildet ist ein Weihnachtsstern. Er riecht für mich aber einfach nur nach Tannenbaum. Also ein sehr nadelbaumartiger Duft. So wie ich es liebe. Kein Schnickschnack. Ja. Ob der wirklich bis Weihnachten warten muss, das ist immer dahingestellt. Sowas kann ich auch sehr gut mitten im Jahr düfteln. Kommt halt immer drauf an, wie ich Lust und Laune habe. Dann habe ich hier Iceflower für dich, Lavender und Chamomile. So eine Praline. Wenn ich lese Lavender und Chamomile, kann ich eigentlich nie Nein dazu sagen. Einfach nur schön. Einfach nur schön. Der hat sowas Beruhigendes, Schönes, Einhüllendes. Der kommt ins Schlafzimmer. Das ist ein Schlafzimmerduft. Auf den freue ich mich. Und das letzte, und dann war es das auch schon, von Yankee Home Inspiration, der Vanilla Frosting. Den hatte ich schon ein paar Mal als Melz und ich fand ihn immer sehr schön. Ein sehr dekadenter, sehr vanilliger Duft. Ich weiß nicht, wie er jetzt in dem Gläschen sein wird. Ich habe das Gefühl, er riecht weniger stark als die Melz, was ja eine Kuriosität an sich ist. Normalerweise riechen Kerzen immer stärker. Vielleicht bilde ich mir das aber auch ein. Kleine Öffnung. Gerne sackt das Öl ein bisschen runter. Das heißt, es ist gar nicht mal in der obersten Schicht so viel da. Ich glaube, für ein volles Dufterlebnis müsste ich ihn auch einschmelzen. Ja, weil
In meinem kleinen Flur kann ich zwar die Kerzchen brennen lassen, aber dann sind das eher so ganz sanfte Hintergrundbedüftler und nicht dieses Ballermann-mäßige, was ich mag. Aber den Duft an sich mag ich sehr gerne und deswegen konnte ich auch hierzu nicht Nein sagen. Ja, und das war meine Ausbeute aus der zweiten Runde Wandertauschpaket. Ja, und jetzt muss ich dieses schwere Ding nächste Woche weiterschicken, damit es weitergeht. Ich hoffe, dass die liebe Andrea, die bekommt jetzt bei mir das Paket zurück, sie war eigentlich auch der Startpunkt, dass sie ordentlich was rausnimmt, damit die dritte Runde vielleicht wieder ein wenig leichter wird. Es ist schon nicht so leicht, so ein Paket zu wuchten. Es ist sehr groß, es ist sehr unhandlich und wie gesagt, es wiegt momentan 16 Kilo. Ja. Aber ich freue mich, ich bin mit meiner Ausbeute wieder sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Leuten alles weggeschnappt, was andere auch gerne gehabt hätten. Das tut mir sehr leid, wenn dem so ist. Habt ihr aber umgekehrt auch. Also wir posten uns gegenseitig ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe, was wir so entnehmen. Und da haben einige Leute vor mir Sachen entnommen, wo ich dachte, boah, das hätte ich auch genommen, wenn das bei mir noch drin gewesen wäre. Deswegen habe ich da auch nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, dass ich zum Beispiel mir den Looney Tunes Duft geschnappt habe. Ja. Ich habe dafür aber auch wieder Sensibars eingelegt. Ja. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Auswahl. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß zu sehen, was ich mir entnommen habe. Schreibt gerne was Nettes dazu in die Kommentare, da freue ich mich immer. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüssi.